Ich höre nichts, was ist denn? Ich habe nur Moin Moin meiner aktiven Freunde gesagt. Du hast hier Fortnite gezockt, du Spitz, und hast hier rumgefurzt. Nein. Doch, ich habe erstens habe ich deinen Furz gerochen und zweitens weiß ich, dass du Fortnite gezockt hast. Ich war in einer Runde drin, ja, Digga. Ja, ja, aber guck, ich habe nichts umgestellt, Digga, weil... Du hast ja auch rumgefurzt, ich habe das gerochen. Wallabiler, ich habe nicht rumgefurzt. Du hast rumgefurzt. Digga, es ist wegen deinen Zigaretten, die du riechst. Du hast deinen Geruchssinn verloren. Ich habe gleich meine Beherrschung verloren. Nee, Bruder, komm nicht so. Ich sag dir, das wird nichts. Wir haben eigentlich auch noch nie ein Fortnite Eis gegen Eis gemacht, Digga. Ich hatte überlegt, ob wir nochmal so eine Oldschool-Wette machen, wer weiterkommt, aber hat von der Zeit her nicht so gepasst. Das passt jetzt. Nee, jetzt, Bruder, ich habe gerade mal den Stream für 2 Sekunden angeschmissen. Wenn dein Vater noch die zweite Halbzeit hier guckt. Was? Guckt der zweite Halbzeit. Nee, er meint, er will los. Eigentlich will er nicht los. Reicht mir den Geburtstagsglückwünschen. Lass die Scheiße sein. Ist so, Digga. Lass die Scheiße sein, ich hab da keinen Bock drauf. Dann traut Marcel euch eine Rhyme. Dann will ich euch eine Rhyme hauen. Tommy wird auch gerne einen Rhyme stecken. Nee, Tommy, nein. Sei mich jetzt nein, hin. Bruder. Nee, ist nicht dieses. Das Bruder. Ich mach mir jetzt ganz und was soll denn die Scheiße? Ja, Karma kickt direkt rein. Stabile 34. 27. Ach, Digga. Oder nicht? 34 ist schon eine Zahl. Ja, wie leider stimmt das, so recht, Digga. Geht nicht, Digga. Wollen wir ein bisschen Donations vorlesen, Digga, auf 10 Jahre angelegt? Ist noch keine Donation reingekommen, Bruder. Die Leute unterstützen nicht mehr. Bits? Ja, Bruder, Bits. Digga, ich freue mich über jeden Bit bei mir, Digga. Ja, ich nicht. Ich bin noch der arme Schlucker, Digga. Ich nicht. Guck hier, für Tommy den Ehrenmann, haha. Ich komme und direkt machst du diese Plus-mäßig. Was willst du jetzt eigentlich hier überhaupt, Digga? Ich gesell mich jetzt ein bisschen entspannt dazu, Digga. Ich würde sagen, eine Runde Fortnite geht eigentlich, oder? Ja, kannst du ja zu Hause zocken mit deinem Vater und dich im 1 gegen 1 gegen ihn wieder kaputt machen lassen. Hat er keine Chance. Was? Hat er keine Chance. Nee, ich weiß, du machst ihn kaputt, Marco. Ja. Wahrscheinlich, Digga. Hast du gesehen, welcher Modus bei Fortnite drin ist? Hä? Tresor-Modus. Ja, mit den ganzen alten Waffen. Ich bin richtiger Grinder geworden, Digga. Der ist seit heute erst drin. Ja, Digga, ich bin der krasseste. Sag's ihm, Chat. In solchen Situationen denke ich immer an die alte Zeit, wo Tommy 7 war und er mir noch nicht auf den Sack gegangen ist. Glaubst du hast damals in der alten Zeit, als du 7 warst, schon gestottert? Nee, da habe ich noch nicht gestottert, Digga. Da habe ich auch noch keine Drogen genommen. Ja, wenn ich mir dann so irgendwas angucke, Digga, und wieder sehe. Digga, ja, was denk soll ich machen? Immer an machst die alte Zeit, Digga. Machst du dich über mein Stottern lustig, oder? Nein, Digga, ich denke nur immer dann an die alte Zeit, Digga, und denk. Ich kann mich auch noch an die alte Zeit erinnern. Damals hat Marcel noch nicht gestottert, Digga. Ja, mit 7 hattest du auch noch keine Akne. Mit 7 hatte ich auch noch keine Haare am Sack, Digga. Das hat sich so einiges geändert. Ja? Jetzt kriegt er noch einen Sack. Jawohl, Digga. Ja. Jetzt gibt's vom Papa wieder lange Ohren, Digga. Ich sag euch ehrlich, da bin ich immer froh, erwachsen zu sein. Jetzt kriegt er einen. Ja, beste Leben, Digga. Wortwörtlich gerade, dann gehst du hier nie wieder rein. Ah, Tommy, ich sag dir so, da kann man auch mal auf das Erwachsenen-Dasein chillen, Digga. Ich sag dir so, wie es ist, Mann. Jetzt hält sich bald flach, ne? Ja, da brauchst du gar nicht so lachen. Lass uns ja einfach mal weiter die Donations. Was? Nee, Bruder, ich will jetzt hier, ich hab grad den Stream angeschmissen. Ist dein Rollator am Chat? Ob mein Rollator im Chat ist? Ja. Ich hab keinen Rollator, ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Du kannst ja mal kurz gucken, ob Klerasil im Chat ist. Klerasil? Mhm. Ach, Digga, wegen Wickel. Vielleicht ist der Klerasil im Chat, guck, Digga. Das steht da, Digga. Ich hab mich da bedeckt, Digga. Ja. Da steht, kannst du mich weniger benutzen. 200 Kilometer am Tag sind schon echt viel. Cool Story. Ich wollte nur Donations vor. Wir müssen los. Endlich. Ja. Aber Papa will doch noch Fußball schauen. Du musst jetzt los. Oh, willst du mich zusammenschlagen sonst direkt? Nee. Nein, ich möchte es nicht. Tommy, du bist vielleicht ein bisschen größer schon als Ethiker, aber ist mir scheißegal, ich hau dir in die Schnauze. Ja, und jetzt? Komm, okay, dann heb die Fäuste wieder. Nein, komm, heb die Fäuste. Ich war doch gerade. Ja, dann halt die Schnauze. Ich war nur diesen. Halt den Ball flach, Alter. Ich weiß nicht, ganz schnell in die Schranken, Alter. Ja, ich weiß, Digga. Du hast die Erfahrung gesammelt, Digga. Ich hab ja, die Chat, der ist so frech. Das erinnert mich, wenn Tommy mit mir redet. Ja, du bist frech. Das erinnert mich an die alten Zeiten, wo ich noch ein kleiner Butschi war, so 15, 16, 17. Und schon voll auf Kacke und diese ganzen Bonzenkinder immer gedacht haben, nur weil sie aus einem besseren Haushalt kommen, dass sie große Fresse haben. Und dann haben sie ganz schnell zurück auf den Teppich geholt, wenn man denen einfach mal ganz kurz ein Ding gehauen hat. Ja, aber bei mir ist es ja Ironie, das weißt du ja auch.
Wenn ich dir ein Ding haue, ist auch eine Ironie. Der ja, Schicksals. Agnes bei dir, ist, was du sagst mit Agnes, doch auch Ironie. Stottern ist ja auch eine, also wirklich sehr unkorrekt. Wenn du auf Stottern gehst, gehe ich auf Agnes. Ich weiß, Digga. Oder soll ich nochmal die Story von deiner Mutter auspacken? Ja gut, dann sag was ganz Liebes, Bruder, oder ich erzähle die Story einfach. Sag das Liebste, was du jemals gesagt hast. Du bist doch der Beste. Ja, okay, gut, Bruder, alles gut. Ist, ja, aber das reicht mir nicht, Bruder. Was soll ich noch machen, Digga? Ich bin besser in Fortnite als du. Du bist eh besser in Fortnite als ich, Digga. Du bist ja eh allerkrasseste. Mhm. Bruder, ich hab was in der Hinterhand, wenn ich das erzählen würde, Bruder, kann Tommy direkt sein Twitch-Channel dicht machen, Digga. Auf jeden Fall möchte er nicht, dass ich das erzähle. Ja. Tommy, schöne Zähne. Ja, das kann ich jetzt auch mal von mir behaupten, Digga. Endlich. Jetzt hast du schönere Zähne als ich. Ah, schöner würde ich nicht sagen, ne? Normale Zähne habe ich jetzt. Ich meine, wenn man jetzt das nicht wüsste, so, finde ich. Ja, die sind schon schön geworden, Digga. Mhm. Freitag kamen die oben die Keramikzähne. Das Ding ist ja auch einfach, die Zähne habe ich mir ja selber verunst. Gut, unsere Familie kennt's. Jetzt Oma, Opa, Papa. Oma hat gute Zähne. Ja, alle haben gute Zähne, aber keiner aus der Familie hat diese hellen weißen Zähne. Alle haben einen bisschen gelblicheren Ton. Also du hast mich jetzt ausgeschlossen. Ne? Aber Marcel? Ja, Nina? Behältst du die Form deiner Zähne noch? Die Form meiner Zähne? Also so zum Beispiel, ja. Ja, also, klar. Dass die jetzt nicht so komplett gerade sind? Nee, also die wären schon gerader als vorher. Ja, aber ich meine jetzt so komplett so, dass sie so richtig perfekt sind. Nee, das soll schon naturell aussehen, okay, ja. Okay, gut. Ein Zahnpasta-Lächeln. Ja, wenn man es macht, dann will man es ja auch richtig machen, Chat, ne? Aber Keramik wird nicht gelb vom Rauch, oder? Nein, Keramik verfärbt sie nicht. Die Plastikzähne, die ich jetzt habe, die sind ja schon richtig verfärbt vom Rauchen. Die waren ja am Anfang viel weißer, aber Plastik verfärbt sich ja viel, viel schneller. Ja, du, in Zeiten, wo selbst sich die Frauen das Arschloch bleachen lassen, kann ich mir auch mal die Zähne machen lassen. Ja. Würdest du dir das Arschloch bleachen lassen, Tommy? Was ist Bleachen? Arschloch Bleachen? Ja, das. Habe ich mich jetzt noch nicht mit auseinandergesetzt? Ja, das Arschloch Bleachen. Würdest du es machen? Ich weiß nicht, was das ist, Digga. Du musst mir erklären, du kennst dich damit an. Weißt du, was Bleachen ist? Kennst du Zähne Bleachen? So weiß machen. Ja. Und Arschloch will ich nicht weiß haben. Glaubst du mir, dass das machen wirklich Frauen? Also, dass da nichts mehr ist. Was? Dass da nichts mehr ist, oder? Ah, weil das ist. Ah. Bei manchen. Weil es ist ja manchmal so ein bisschen dunkler. Bei manchen Frauen. Oder auch bei Männern, ist ja egal, aber wir reden jetzt über Frauen, ist naturell halt, haben sie da, wir haben das immer so freundlich genannt, ein gewisser Kackring. Ja. So haben wir es genannt. Und da können die Frauen ja auch nichts für. Aber die haben so eine gewisse Markierung drumherum. Hä, Kackenfrauen? Ja, Tommy. No. Und manche Frauen lassen sich das Arschloch bleachen. Kennst du jemanden? Ich persönlich kenne keine Frau, die sich das bleachen lassen hat, aber ich kenne keine Frau, die es hat machen lassen, ich kenne aber Frauen, die es hätten machen lassen müssen. Da kenne ich doch die eine oder andere, die das hätte mal machen müssen, ja. Aber gut, das ist, gut. Was soll ich sagen, Digga? Wer ist das da im Hintergrund? Das ist Tommys Schwester, meine Cousine. Als ob Männer das nicht machen. Oh, mit Sicherheit gibt es auch Männer, die sich das Arschloch bleachen lassen. Das Arschloch bleachen? Aber es verfärbt sich dann noch wieder. Ich habe sowas noch nie gehört. Ja, du bist auch 15. Nina, wir setzen uns da noch nicht mit auseinander. 15 ist Nina und du bist 14, ne? Ich bin 13. 13. Digga. Also, du nennst dich mein Cousin und weißt, ich war deine. Bruder, ich hab's nicht so mit den Daten. Ich weiß nicht mal deinen Geburtstag, den von Nina weiß ich auch nicht, von meinen Geschwistern weiß ich den auch von nicht. Von mir nicht. Nein, ich weiß nicht. Meins aber einfach. Nein, ich weiß aber. Ja, das sage ich auch. Jeder Geburtstag ist für mich einfach. Ich weiß eure Geburtstage. Ich weiß kann von jedem den Geburtstag. Wann hat Oma Geburtstag? 10.3. Digga, aus meiner. Aber weiter. 10.3.1941. Und Opa? Opa hat am 21.11.1941. Das Ding ist, guck mal, Grundschule. Aber ganz kurz, die Geburtstage hätte ich auch gewusst, so ist nicht. Ja, okay. Aber Grundschule, ne? Meine Grundschulklasse. Ich weiß von jedem noch das Geburtsdatum. Cool Weil, Story, Bro. Das ist ja aber eine ganz coole Story, Digga. Soll ich dich kurz alleine lassen, eventuell? Kannst du meinen Zuschauern das ja mal erzählen? Interessiert bestimmt alle hier, Digga. Wirklich jetzt? Nein, wirklich. Ich meine das sogar ernst. Wann haben meine Geschwister Geburtstag? Deine nicht Schwester, die Namen nennen. Okay, da hört es schon auf, gut. Ja, aber ich war ja auch noch nicht bei denen auf. Doch, warte, ich weiß doch sogar. Ich weiß auch. 13.7. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte 12.11. Nee, oder so eine Scheiße. Wie Scheiße? Du hast gerade zu meinen Geschwistern Scheiße gesagt? Nein. Ich hab zu einer Zahl Scheiße gesagt. Ja. Du musst das mathematisch berechnen, sodass du aufs Gleichgewicht. Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit dem Geburtstag von meinem Vater. Ich weiß, am 6.7. oder am 7.6. Eins von beiden.
7.6. aber ich weiß nicht das Jahr. Ich schon. Ich nicht. Ich auch. 1968. Ja, ist doch so. Stimmt. Ich weiß ja, nicht. Ja, guck, guck. Ja. Und da ist auch direkt gemutet worden. Nein, ich stehe ja dazu. Ich weiß es ja. Jetzt komm, Mama. Außerdem nicht so frech, Tommy, sonst hol ich nochmal gleich deinen Vater. Ich bin hier. Ich bin hier die ganze Familie. So kommst du bitte. Kommst du bitte. Deine Schwester hat auch. Ich wollte gerade auch die Geschichte erzählen. Komm, mein Schatz, Tommy. Geh zu Mami. Sie nimmt dich auch an die Hand, wenn ihr nach oben geht. Komm jetzt bitte. Tommy. Du. War auf jeden Fall ein entspannter Nachmittag. Hab mich sehr gefreut. Außer dass mein Opa, ach Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Guck mal, ich hab, also ich zeige euch das. Ich habe im ganzen Haus, auch hier auf dem PC beispielsweise, in jedem Raum so einen Knopf. Wenn ich da jetzt rauf drück, buff, geht im ganzen Haus Alarmanlage an und noch mehr. Sicherheitsdienst wird verständigt, die wiederum die Polizei. Digga, ich weiß auch nicht warum, aber mein Opa hat sich gedacht, mit ein paar Mission Intos ist mal eine lustige Idee, da raufzuhauen, Digga. Hat er einfach mal gedrückt, Digga. Hat er einfach mal gedrückt. Perfekt. Was hat er dann gesagt? Ich habe erst mal gar nicht realisiert, warum das passiert ist, warum der Alarm angegangen ist. Kam Polizei, nee, ich habe mit dem Sicherheitsdings telefoniert. Schnell. Ja, und ansonsten war ein entspannter Nachmittag. Die Familie war da. Ich war heute Nachmittag noch beim Zahnarzt, habe noch ein, zwei Sachen machen lassen. Freitag habe ich den nächsten Termin. Also normalerweise hätte ich jetzt am Freitag den nächsten Termin in der Vollnarkose. Ich habe aber zum Onkel Doktor gesagt, dass ich das körperlich, also ich persönlich, für mich, jeder hat da ja ein anderes Empfinden. Ich habe gesagt, dass ich eine dritte Vollnarkose hintereinander auf den Freitag nicht vertrage jetzt. Kann ich nicht. Geht nicht. Die Sitzung am Freitag sollte jetzt so 4 Stunden, 4,5 Stunden gehen. Ich habe gesagt, ich mache das mit Betäubung. Dann machen wir so 2-Stunden-Programm und dann darauf die Woche am Dienstag nochmal 2 Stunden. Ja, danke gerade für die ganzen Geburtstagsglückwünsche, lieber Livestream-Chat. Alles gut. Jetzt am Freitag bekomme ich in der oberen Zahnreihe die Keramikzähne schon. Nächste Woche müssen die unteren Zähne rausgenommen werden, also die Kunststoffzähne. Dann muss ein Abdruck genommen werden nochmal, final. Dann werden die Keramikzähne unten angefertigt, damit das Bissmuster von den oberen und unteren Zähnen perfekt ist. Wie alt ich geworden bin? Junge 34, Digga.